Bei meiner Mostviel-Jogging-Tour erkundete ich neue Wege im tiefen Schnee. Stadt in Mostviel. Jetzt geht's dann hier gleich irgendwo auf die Berge hoch. Ab jetzt geht es durch den jungfräulichen Schnee. Unten rauscht der Bach, oben knirscht der Schnee. Da hinten ist eine ganz schöne Felsenwand. Eine Baumhöhle. Mal schauen, wie hier dann der Weg weitergeht. Hier gibt es Trinkwasser. Ja, die Sonne ist heute schon richtig warm. Der Fels sieht etwas wie ein Gesicht aus. Etwas Eigenkitsch in der fränkischen Schweiz. Ein alter Baum. Sowas nennt sich auch Wanderweg, aber ist mehr eine Straße. Das gefällt mir natürlich nicht so. Hier geht's nun zu einem Aussichtsfelsen. Hier geht's gleich hoch. Ich bin wieder ganz in der Nähe des Autos. Da unten ist es, man sieht es noch nicht, wegen dem Wald. Hier geht ein schöner Steig runter. Das hatte ich beim Rad unten nicht gesehen, dass da auch was hochgeht. Wirklich interessant. Aber ich gehe jetzt hier nur ein kleines Stück runter, weil ich ja noch woanders hin will. Also das ist hier der Schwarzkreissteig. Der ist auf der Wanderkarte nicht eingezeichnet. Ja, das ist so der Schaden, was die Harvester hier im Wald anrichten. Das hier ist dann schon wieder etwas schöner. Winterwunderland. Wonderland. Ein richtiges Riff. Nun stehe ich unterhalb dem Riff, wo ich gerade oben bin. Vor mir wohl der erste Berggipfel des Tages. Mit gut 530 Meter Höhe. Ja, hier ist wieder ein richtiges Riff. Ich werde mal versuchen, mich hier entlang zu bewegen. Jetzt will ich hier mal da in der Mitte hochgehen und schauen, ob es auf der anderen Seite weitergeht. Da ging es gerade hoch. Schön hier. Nächste Felsengruppe. Naja, eher klein, aber fein, so 5 Meter vielleicht hoch. Hier bilden Baum und Fels eine Einheit. Und hier ein kleines Felsentor, wo man so gerade durchkrabbeln könnte. Das sieht wieder toll aus. Drei kleinen Zinnen. Da hinten ist noch eine vierte und rechts hier der fünfte. Und hier nochmal ein kleines Felsentor. Ich denke, da vorne, das wird schon der Kohlberg sein. Er hebt sich nicht wesentlich aus der Landschaft empor, aber ist doch fast 590 Meter hoch. Hier hat es an die 20 cm Schnee. Richtig tief. Die Sonne tut jetzt gut nach der Kälte. Der Wind war jetzt gerade sehr kalt. Und hier ist es windgeschützt und sonnig. Am Kohlberggipfel. Ja, ich mag zu diesen Felsen da rechts hintergehen. Das kann der höchste Punkt sein.
gerade hier den Grat entlang klopfe. Nachher gehe ich darum, dass einfach. Jetzt bin ich jedenfalls auf dem Gipfel des Kohlbergs. Mit fast 590 Meter, einer der höchsten Berge in der Fränkischen Schweiz. Ja, jetzt mache ich dann mal wieder Richtungslaufen. Da die Karten nicht so gut sind. Hier geht es ziemlich steil runter und es ist ziemlich rutschig. Ich versuche jetzt hier irgendwas wie ein Pfad irgendwie ins Tal runterzukommen. Ich hoffe, das klappt. Ich habe mich hier schon ein ganzes Stück entlang getastet. Hier geht es ganz schön rauf. Und hier geht es ganz schön runter. Da bin ich jetzt kurz runter gekrabbelt. Jetzt habe ich eiskalte Finger, weil ich da weiß nicht, wie lang musste. Ja, das sieht man gut, dass ich mich seitlich erst entlang gehangelt habe, weil hier wäre ein Felsen gewesen. Da wäre ich nicht runtergekommen. Das war eigentlich so die einzige Möglichkeit, hier runterzukommen, weil hier rechts kommt dann auch schon wieder Felsen. Also das war jetzt gerade nicht ohne, weil es so rutschig war. Jetzt geht hier doch ziemlich steil runter. Ich war Minigolf spielen. Könnte ja auch ein Fossilienklopfplatz. Hier tritt mitten am Weg eine Quelle aus. Schönes Tal hier. Jetzt ist es nicht mehr weit bis zum Ausgangspunkt meiner Tour, die heute recht schön war. Wenn es auch kilometermäßig nicht allzu weit war. Zeitlich war ich jetzt fast 4 Stunden unterwegs. Barfußlaufen im Schnee, aber jetzt wird es mir zu kalt. Boah.